Guten Morgen. Ich lese nicht das Buch, sondern Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Und ich bin angekommen. Zeig. Im Kapitel Haut, Haare bei den Wunden. Als erstes gibt es einen einführenden Text. Wunden. Die Haut wird wund, wenn sie durch zu starke Reibung gereizt wird. Bleibt der Reiz bestehen, kann sich die Stelle entzünden. Die Wunde blutet oder nässt und schmerzt. Wenn sie infiziert ist, eitert sie und es bildet sich am Wundrand oder an der infizierten Stelle ein roter Saum, der bei Berührung und Druck schmerzt. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Verletzte Haut heilt normalerweise von selbst, indem das Blut gerinnt und über der Wunde eine Kruste bildet, die den Heilungsprozess nach außen abschirmt. Die neue Haut kann auf diese Weise rasch nachwachsen. Die neue Haut kann auf diese Weise rasch nachwachsen. Wunden können mit rezeptfreien Mitteln desinfiziert werden. Wenn Sie die Wunde mit sauberem, lauwarmem Wasser abgespült haben, genügt in aller Regel ein einmaliges Desinfizieren unmittelbar nach der Verletzung. Zu häufiger Gebrauch von Desinfektionsmitteln kann die Wundheilung verzögern. Einige Mittel unterstützen die Wundheilung und sind zur Wundpflege geeignet. Schwere Wundinfektionen mit allgemeinen Begleitreaktionen, insbesondere Fieber, müssen gegebenenfalls mit rezeptpflichtigen Antibiotika zum Einnehmen bekämpft werden. Wann zum Arzt? Wenn sich die Haut in der Umgebung einer Wunde trotz der Erstdesinfektion entzündet, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Wenn sich die Haut in der Umgebung einer Wunde trotz Erstdesinfektion entzündet, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Wenn das Blut pulsierend aus einer Wunde schießt, ist eine Arterie verletzt worden. Es besteht die Gefahr zu verbluten. Dann müssen Sie versuchen, das Gefäß abzudrücken, indem Sie oder jemand, der Ihnen zu Hilfe kommt, über der Wunde einen Druckverband. Nochmal. Dann müssen Sie versuchen, das Gefäß abzudrücken, indem Sie oder jemand, der Ihnen zu Hilfe kommt, über der Wunde einen Druckverband anlegen. Außerdem müssen Sie oder eine andere Person sofort den Arzt aufsuchen bzw. den Notarzt rufen. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Eine Desinfektion von akuten oberflächlichen Wunden ist, wenn überhaupt, nur am Anfang empfehlenswert. Die Wundheilung wird damit nicht beschleunigt. Äußerlich anzuwendende Antibiotika werden häufig verordnet, sind zur Behandlung von Wunden jedoch wenig geeignet. Es ist nicht erwiesen, dass sie das Abheilen beschleunigen, selbst wenn die Wunde bakteriell infiziert ist. Was kann ich selbst tun? Welche Stoffe schützen die Haut vor dem Wundscheuern? Oberflächliche Schürfwunden können Sie mit fließendem Wasser abspülen, um Erdreste und kleine Steinchen abzuwaschen. Tiefe Wunden müssen Sie kurz bluten lassen, weil damit auch die Krankheitskeime ausgeschwemmt werden. Hält die Blutung unvermindert an, müssen Sie sie mit einem Druckverband stoppen.
Ist die Wunde infiziert, genügt es meist, den Eiter mit lauwarmem Wasser abzuduschen und die Wundränder sowie die Wunde selbst mit einem Antiseptikum zu behandeln. So. Die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Und ich gehe jetzt einfach mal auf die geeigneten ein, weil es davon jede Menge gibt. Und das ist Dexpanthenol, das ist geeignet. Povidenjod ist geeignet. Harmamelis ist geeignet. Kamille ist geeignet. Zinkoxid ist geeignet. Phenoxyethanol und Octenidin ist geeignet. So, und rezeptpflichtige Medikamente, da gibt es kein geeignetes frei. Und es geht weiter, indem die Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt werden. Und es geht los mit Alkohol und Antiseptikum. Und das habe ich schon mal vorgelesen, das ist wahrscheinlich hier, da steht es auch. Phenoxyethanol, das erkennt man in dem OL am Ende, dass das der Alkohol ist, und Octenidin, das ist das Antiseptikum. Und beide, oder die Kombination ist geeignet zur Desinfektion von Haut und Wunden. So, damit geht es gleich weiter. Ein Zeichen kann ich auch wegradieren. Wo ist der Radiergummi? Hier. Sehr schön. Beim Radieren in dem Buch muss man aufpassen. Der Text geht dabei weg, deshalb mache ich mein Zeichen hier oben hin, wo kein Text ist. So.